Moment! Stopp! Warte. Ethan hat 10, kriegt 2 durch das Fernrohr und 3 Torso macht genau 15. Er trifft. Stimmt, Torso ist ja jetzt nicht mehr plus 2, sondern plus 3, weil er näher ist. Er bricht aber aus. Gut. Hätte ich treffen lassen können, das hätte eine halbe Minute was ich war. Schön. Er ist damit also. Warte mal kurz. Dran. 3 Achtel. Und ich muss mir den Verbandskasten aufstreichen. Und er möchte auf das Auto von den Sniper schlagen. Nur auf das Warte Auto mal, meine Frag hatte ich vorhin auch schon weggeworfen, ne? Ja. Ja, genau. Er möchte auf das Auto der Sniper schlagen. Das aufschlagen. Stand. Unten oder links. Da. Trifft. Haut auf das Auto in Samatschti von Sherry quasi. Also das von dem Motor. Motor. Die Motorhaube. Mhm. Okay. Okay. So, ihr seid dran. Reaktion. Go. Der Typ muss Schaden kriegen. Also. Entweder. Ich 3-mal. Auf dem Torso. Ja. Torso ist 14. Plus jetzt irgendwas? Plus 3. 14. Plus 3, 14. 10? Na los, probier's. Ja. Nope, 18. Okay, du hast also. Mit wem hast du geschossen? Eggie, dreimal okay. Eggie. Denk dann, die anderen beiden Aktionen dürfen dann keine Angriffe sein, weil ihr nichts mit Initiative gemacht habt. Es sei denn, Eggbert macht die Angriffe. Ja, ich wollte doch die Angriffe. Ja, Eggie wollte davon hatte ich 2-mal geschossen, das heißt, ich bin bei. Ja. 9, 14. Ich ziehe die Schüsse jetzt einfach schon mal alle ab, dann bin ich bei 6, 14. So, der erste trifft und macht 2W6 plus. Plus 5, plus 2, plus 9 hatten wir 16. Vorhin schon, 16. Das heißt, das macht 2 und... 9, 15, 25, oder? 25, ja. 106. Darf ich die anderen beiden Angriffe noch ausführen? Also, nach dem Angriff, wenn ich... Du darfst ich würfel erst. Moment, erstmal, ja. Du darfst, aber nehmen wir an, ich unterschreite die 100. Darf ich trotzdem den dritten Angriff noch machen, bevor wir einen Bonus kriegen? Ja. Gut. Torso nochmal. Mhm. 9. Weicht aus und der dritte 14, gerade so. Weicht dicht aus. Du machst also höchstwahrscheinlich jetzt. Ne? Okay, 4, 26 wieder. 86. Fucking live. So. Der Bonus mit dem neuen Schaden verschwindet damit jetzt also. Ja. Neuer Bonus. Ihr habt erstmal auch Henna wieder, ne? Die ist wieder am Start. Und ab jetzt ist es so, für alle weiblichen Charaktere, die angreifen, erhaltet ihr zwölf Bonusschaden. So, Nina und Henna. Genau. Aber Henna Werte sind immer noch im Arsch, ne? Das ist richtig. Nina ist auch eine Fotze. Wir haben 3 Aktionen. Wir haben 9 Chance zu treffen mit 2W plus 14. Und wir können 3-mal pro Runde schießen. Die hat eine M4A1. Das Ding hat wie viel Schuss? 20, 30? Ich habe aber eine. Ich habe fast. Dann, wie viel hat die auf Schießen? Die hat 6 plus 3 auf Torso. Ja. Ich habe 14 auf Torso. Mach's aber. Und wieder. Hätte 3 Schaden weniger. Was? 3? Ich hab doch 2W6 plus 5. Ja. Plus 2. Die hat 2W6 plus 14. 7. Ach stimmt, die plus 2 sind ja schon mal mehr, stimmt, ja. Genau. Ne, sind sie nicht. 2W6 plus 7 hast du mit dem plus 2. Ja, aber 2W6 plus 5 plus 1 ist 2. Aber sie würde mit dem Treffer 7 mehr Schaden machen als du mit Maximum. Garantierten Schaden. Ja. Die Frage ist, ob sie trifft. Das ist. Genau. Das ist dein Charakter. Soll ich? Probier erstmal. Warte, ein. Naja. Schafft jetzt endlich den Kampf, Leute. Mein Akku ist auch gleich leer. Deswegen sag ich ja, Schaden. Macht! Hört an, was wollt ihr machen? Soll ich dreimal Nina, Eggie, Lizard? Okay. Alle Torso? Lizard muss noch nachladen. Hat er noch nicht gemacht. Nina, Eggie, Lizard nachladen. Okay. Alle zwei Angriffe, macht Initiative bitte. 5. Ja, okay. Okay, Eggbert zuerst. 13. 12. Ne, erstmal. Initiative? Naja. Ich muss doch noch gucken, wer ist zuerst. Aber wir schießen ja sowieso beide. Also.
Hä, du hast jetzt nur für Eckbert gewürfelt. Nein, ich hatte... Nein. Ja, Initiative ja, aber schon. Ich habe 5 Initiative nur. Ich hatte auf Eckbert eine 4. 10 plus 4 macht 14. Ja. Lizard hat 8. Ja, aber Lizard liegt doch nach. Lizard muss sich auf Initiative würfeln. Trotzdem. Jetzt muss er nach Eckbert Schuss nachladen. Okay. Ich würde dich bitten, Nina, mach du erstmal weiter. Mach du erstmal deinen Angriff. Triff's nicht. Wieder so. Oh, tolle Runde. So. Lizard liegt erfolgreich nach. Das ist die gute Nachricht. Und Nina allerdings möchte auf Vince schießen. Ja. Hey, ich weiß ja, nicht noch. Eckbert nicht gerade ver. Ich hab doch. Genau. Eckbert, so oder so, die stehen beide hier oben. Möchte auf. Da, ganz oben! Nördlich. Nein, also das ist jetzt hier, das ist das Gleiche. Ja. Nur ohne, dass er zu viele Male. Er steht in der Mitte, ihr steht nördlich. Hier steht Comic. Du schießt halt. Du willst hier dann vorbei. Und ohne die plus 2 von deinem Sturmgewehrskill schießt du auf Comic. Wie viel F hast du noch? Ich habe. 17. 17 hast du nur noch. Ich hab nur 20 von Standard. Was? Denkst du, das war 27? Nein. Warum sich du nicht? Weil sich du verschrieben hat, der Bob. Genau. Ich hab 20 und ich hab 3 17 Schaden. 17 hast du noch. Ja. Ich hab 20 und hab 3 Schaden bekommen von irgendwas. Die rechnen die 5 auch nicht mit ein, okay? Das heißt, du kannst ja auch gerne kürzen. Ich hab da nicht umgebracht. Okay, 5 HP hast du noch. Ah, jawohl. Ich gehe kaputt. Tut mir so leid. Ich werde nicht verstehen, wenn ich tot. Ja. Die Mutti kannst du dir gerne gut schreiben. Glatter Durchschuss oder stecken die noch drin? Durchschuss. Okay. Wo hat er mich denn getroffen? Oberkörper? Bauch. Keine Ahnung, Bein. Bauch. Ist egal. Bauch. Nabel, der ist jetzt weg. Sorry. So. Ja, ich habe jetzt 2. Der braucht nur 4 Dings auch weg. Nutzt die Gelegenheit und greift in Richtung, also er möchte quasi gegen das nördlichste Auto treten und würde damit die beiden, die hinter dem Auto stehen, das sind du, Lizard und Nina. Die beiden. Ein wenig schon. 3. Okay. Ihr dürft natürlich alle drei wieder ausweichen. Ich, Lizard und Nina. Genau. Ich sag schon mal so viel, wenn es trifft, ist 2W6. Du hast gerade ein wenig Schaden gesagt. Genau, kann ja auch 2 sein. Komm, der liegt. Zieh mal an dem Blatt. Oder rüttel mal an dem Blatt. Ich will dich trotzdem aus. Ja. Alles klar. Lizzie? Er hat 5, nee, er hat 11 gerade. Oh, sie sagt nichts. Der Nina, das der hat auch genug Reif, der hat Reif. Du, für Nina? 6, okay. Schreibe ich erstmal ganz kurz hier dazu. 8, 12, 6. Nina, möchte ich aus? Ne, die möchte ich auch nicht aus. Denn Nina hat ja auch so viel AP. Ja, aber die hat auch nicht viel Parade. So, ich weiß nicht, wie viel jetzt nicht mit drauf ist. Ich kann euch nur so viel sagen. Er hat gerade 20 gewürfelt, ihn fast gekillt. Und danach hat Vince das Auto, bei dem Lizard, Nina und Eckbert stehen, angegriffen. Eckbert ist ausgewichen. Lizard und Nina haben 8 Schaden bekommen. Und jetzt seid ihr dran. 3 Aktionen. Go! Schaden. Soliden Schaden. Lizard kann schießen. Ich kann schießen, du kannst schießen. Wir haben alle solide Schadenswerte eigentlich. Was hast du denn jetzt noch? Ich habe die komische Püffe, ich habe 2W6 plus 8 insgesamt. Plus 8? Ja. Halt. Ich hatte es mir aufgeschrieben, das war 4 ist die Pistole. 2W6 plus 4 und deine 4. Und meine 4. Und du hast danach bevor dann. Also, du als Korb 4-3. Gut. Ja. Inni. Wer jetzt sagen? Wir drei, die ersten drei. Die ersten drei, Eckbert, Comic, nicht Nina, also ihr ignoriert das. Nein, wir nehmen Nina nicht mit. Okay. Also, ich fange mal mit Eckbert an. Da wären wir bei 11. 10. Und Lizard? Ja doch, 7. Nee, 10 hat er. Jetzt. Oh, 11, 10. Go. 12. Also ich als letztes und... Also, Lizard, Torso. 6. Ja, ihr habt mir schon wieder einen Würfel geklaut. 6. Ja. 2W6 plus 4.
Ganz gewöhnlich. 14. Ja. Und 72. Richtig. Eggy. Mhm. Torso oder Kopf? Torso, Mann. Torso. So. Jo. Nö. 2 W6 plus 7. 12 plus 7, 12, ja. Macht wieder 60. Oh, macht 60? Yep. Braucht nur Feuer. Feuer in der Hohe. Torso. Oh, das ist knapp. 2 W6 plus wie viel? 8. 16. Yep. Da sind wir auf 44. Sehr schön. Er sitzt natürlich richtig aggro und schmeißt die Stoßstange nach Tommy. Der noch nichts gemacht hat in der ganzen. Genau. Trifft aber nicht. Also hat jetzt keine Stange? Genau. So, das ist ja immer noch wieder relativ unmöglich. 44, den könnte man killen. Weißt du was? Der könnte ihn solide killen, oder? Wir lassen Tommy mal ran. Macht, was ihr denkt, aber macht schnell. Wir bringen ihn jetzt um. Los hier, Inni. Eggy, 16. Ich mit 12. 12. Lizard 10. Hä? Lizard hat 8 Initiative. Ja, also 10. 10. Okay. Also ich hab mal hier genau. Schuss. Nicht getroffen. Jupp. Jupp. Ausweichen? Mal gucken. Jupp. Dann ist ein Lizard. Noch. Schön, so. Nochmal Muni verschwendet, ey. 10 Schuss noch. Muni. Ja. Ja gut, die würden es jetzt in dem Nullfecht wahrscheinlich eher nicht mehr ausgehen. Nee, jetzt ist hier nichts mit Callen. Okay. Dann. Ich schau mir jetzt unten bei der 4, 14. Bringt er jetzt auf das Auto von Lizard. Kriegt er noch einen Malus? Nö. Warum denn nicht? Trifft nicht. Wo landet er denn? Das bringt einen halben Meter. Leck mich jetzt, ist hier nichts. Ich hab dir gesagt, das ist Aufnahme. Das ist dasselbe nochmal. Hier, Inni. 15, 10, 10 und 9. Selbe Reihenfolge, Torso. Oh. Wir machen dann erstmal kurz die anderen beiden bitte. Comic. Muss ich nicht auch nochmal einen Schaden machen? Gleich. Ja, du triffst auch. Mach erstmal du. Ja, mach erstmal. 11 sind 19, sind wir bei 35. 33. Ne, 35. 19. Er hatte noch 44. Naja. Und 19 davon weg? Ach, ich bin jetzt gerade von 11, Entschuldigung. Von 44, 19 weg. Ja, sind 23. Ich meine, so. Ich kann euch nicht mehr rechnen. Das sind ja, 23 jetzt, also seid euch sicher. Ja. Okay. Lizard. Alter, fick mein Leben. Ja, das darf ich jetzt erstmal Eggys Aktion hören, weil der war nämlich als erstes dran. Stimmt. Ja. Nein. Warum denn nicht? Der war als erstes dran. Weil ich das nicht möchte. Ich sag auch gleich warum. Mit 20 deine Einsätze schön fickt. Erstmal Lizard. Boah, okay, machen wir erstmal Eckbert. Eckbert, du triffst einfach hundertprozentig das Loch, wo der Schädel gedünst ist. Was bringt ihm das? Ich hätte sowieso getroffen. Achso, ja, ich habe auch Tor. Okay, akzeptiere, ich habe auch Tor gezählt. 2W6 plus 7. Kann ihn gar nicht umbringen. Macht 12. Na, wäre aber 11 HP. Und dieser Fuse jetzt einfach mit ihm. Und dabei zersplittert hier das Loch. Das heißt, du hast da jetzt quasi komplett Freeside auf das Hirn. So. Lizard allerdings feuert in die Luft und es fällt eine Taube herunter. Diesmal allerdings mit mehr Wucht, weil sie von höher kommt und du verlierst damit 2 HP, weil sie wieder auf deinen Kopf fliegt. Ich hasse dich. Das ist nett von dir, aber ich hasse dich. Die gehen die Ideen aus. Lizard? Ja. Der wird nachher im Arsch gefickt. So, Vince. Dafür muss er aber rollen. Oh. Was wollt er denn überhaupt machen? Läuft zu dir, stellt sich vor dich. Und schnauft dich an. Seine Aktion.
Holger Smart. Das glaube ich jetzt nicht. Pfosten. Doch. Wisst ihr was? Der hat 11 HP. Kriege ich einen Bonus auf meine Aktion, auch wenn es nur ein kleiner ist? Was für ein Bonus? Ich halte ihm meine Waffe mit dem Lauf genau in das scheiß Loch rein. Hm? Darf ich? Sicher. Muss ich dann auch auf Treffen werfen? Festgelegter Wert 18, hatten wir bei sowas gesagt. 18? Ja. Ich brauche freie Bahn hier. Muss ich noch? Also, ja. Warte mal. Mach es. Plus 7? Mach es. Ich will nur wissen, wie viel es theoretisch geworden ist. Das ist ein tödlicher Treffer, normaler Mod. Overkill. So. Overkill bei 2 Punkten. Ihm die Waffe da rein. 15. Du hast ja eine MK14. Mhm. Hältst ihm die halt da rein. Er geht mit der Waffe. Der ist jetzt dran. Er geht mit der Waffe darin auf die Knie vor dich und guckt dich so aus dem Augenblick an, weil du duellst ihm ja da durch. Das heißt, du bist ein bisschen seitlich von seinem Kopf. Er guckt dich so seitlich an und sagt in den letzten Sekunden, bevor du abdrückst, nur so ganz krächzend. Tja, das war's. Und er ist damit auf 0. Okay. Rest in Pepperoni. Oh, das ist auch ein High Five. So. Das war halt in der rechten Hand. Nein, er hat mir in der linken, das habe ich mir auch so aufgemalt. Stimmt. Stimmt. Ja. Fuck. Weißt du, was mir gerade einfällt? Viel zu spät. Ich hab so Schutzweste an. Als du mich angefragt hast. Ja, fällt ja irgendwie zu spät. Das ist die gleiche Situation wie bei Jonathan. Ja, das ist so eine kleine Nebenbeisache. Ja. Ja. Na gut, du hast mir das Bein geschossen, zählt er nicht. Oh. Jonathan, nee, Vince ist damit tot. Es lebt also aus der Startgruppe jetzt offiziell nur noch Egbert. Ui! Von den spielbaren Charakteren. Monsieur Egbert et Gomak. Chronic Egbert. Ja. Es ist damit vollbracht. Dieser fette Bosskampf ist geschafft. Grundsätzlich passiert jetzt nicht viel. Es sind keine großen Gespräche. Alle sind mehr so ein bisschen schweigsam. Gucken sich halt dieses Vieh an, sind halt übelst afraid. Weil die wissen halt, Jared hat das geschafft und sind sich halt nicht sicher. Yo, Digga, was ist vielleicht, hat der noch mehr so einer Viecher irgendwo? No one knows. Mir schwant richtig übles. Und einige dieser Leute setzen sich dann in die Reste ihrer Autos. Teilweise tun sich halt Gruppen zusammen, weil halt Autos kaputt gegangen sind. Und machen sich auf dem Weg in verschiedenste Richtungen, ohne sich großartig zu verabschieden. Am Ende sind damit noch Comic über, Eckart, also die jetzt gerade noch Tommy dastehen, seid ihr beide, Tommy, die beiden Sniper-Typen, Lizard und Nina. Die sind jetzt gerade noch da. Also und Melvin. Hannah ist weg. Mhm. Melvin auch? Ne, Melvin ist dabei, habe ich gerade gesagt. Na, wer ist denn weg? Na, Hansi und Arthur. Arthur ist Matsch. Stimmt. Hansi ist weg. Kannst du mir bitte mal eine Liste kurz geben? Also ist Hansi weg, oder wie? Hansi ist weg, Hannah ist weg. Hansi und Hannah, okay, die können ein neues Leben machen. Gary. Na, Gary ist tot. Gary ist tot? Ja. Keine Rolle von Arthur zu Matsch. Achso. Ach ja, Gary war es ja. Ja, Matsch. Ja, genau. Ne? Also Hannah und Hannah und Hansi sitzen halt in einem Auto, was noch ganz ist. Und, aber nicht in meinem roten Pickup. Nein, der hat den behalten ihren. Und sie entscheiden sich, noch Lizard, Nina und Melvin mitzunehmen und fahren mit den beiden weg. Lizard dreht sich also noch einmal zu euch um und sagt, tja, was soll ich sagen, ich bin zufrieden, dass wir nochmal eine große Scheiße zusammen durchgestanden haben. Ich würde es allerdings gern vergessen wollen. Wie ich schon vor dem Kampf gesagt habe, tschüss. Unsere Wege werden sich wahrscheinlich nicht mehr treffen. Ja, ich bin Feuerwehrdrücker. Dreht sich um und ohne weiteres fahren die weg. Ich winke. Damit seid ihr fünf noch da. Mein Sniper-Ton mit ihr beiden und damit überlasse ich euch jetzt das zweite Folge. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns definitiv mal die. Das Gewehr vom Arthur, für der jetzt so Matsch ist. Ne, ist alles schon bei denen gerettet, ist alles so auch wieder weg und
brauchen wir nicht weiter. Hier braucht ihr nichts weiter verbringen. Wie geht's weiter? Ja, mich will kurz die beiden Server fragen. Oh, ist in dem Pickup Platz für 5 Leute? Dann frage ich die Sniper. Auf die Ladefläche setzen, ja. Dann frage ich die Sniper und Tommy, ob sie mit uns mitkommen würden nach Georgetown. Ja, sie stimmen zu. Wollen wir uns erstmal schnell alle verarzten? Das wäre auch eine Idee. Weil ich bin solide angefrackt. Du bist ganz schön. Na gut, der Rest ist ja in Ordnung, glaube ich. Also Inuko hat jedenfalls keinen Schaden bekommen, Ethan hat eventuell ein bisschen was auf Decke bekommen. Ich habe noch... Okay, ihr seid verarztet. Auf was hast du jetzt gehört? Auf meinen eigenen Kopf. 1 bis 10 oder 11 bis 20. Und 11 bis 20 heißt ja. Gut. Wir haben ja genug Zeit. Allerdings nicht vollständig. Das heißt, ihr habt keine tiefen Wunden oder so. Ihr heilt euch alle um 7 HP. So 26 wieder. Ich bin bei 12. Ja. Also, Bright Stop. Ethan hatte auch Schaden. Hatte. Ist es wieder voll? Von? Inoko hatte keinen Schaden. Und Tommy? Wie sieht's bei Tommy aus? Was er will. Oh, ich hab nichts mit dir, glaube ich. Okay. Weil er ist ja. Er hat nicht getroffen, das Sturmschlager. Stimmt. Gut, der da verschmissen. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach zu dem Krankenhaus in Georgetown. Mit also nicht Brightstop. Dann will ich erstmal Brightstop und. So oder so, es endet jetzt gleich nochmal ein Kapitel, aber... Bevor wir den Brightstop ankommen? Brightstop war ja. Was für eine Belohnung, die so ziemlich free ist. Oder mich? Du warst doch schon mal Brightstop, haben wir eine Möglichkeit zu tanken? Nee, glaube nicht. Aber, du hast gesagt, bis hierhin sind ungefähr 50%. Wir fahren nach Brightstop. Und wir können doch von Brightstop nach Georgetown und dann ist unsere Karre gerade so... Tanklader. Wir fahren nach Brightstop. Wir können mal so oder so, wir haben Benzinkanister dabei, wir haben ja den Sprit aus unserem alten Wagen mitgenommen. Stimmt, gut, wir fahren nach Brightstop. Ihr fahren nach Brightstop und steht vor der Kirche. Ab ihr Ende nicht, oder? Hm? Kapitelende? Ja, danach, machen wir uns doch nach. Ich klopfe schnell mal an die Tür. Ja, wieder öffnet sich die Luke und als erstes geht nur ein Gewehr raus und es wird gefragt, wer ist da? Eckbert Edelbart, ich suche nach William Emmer. Warum sucht ihr nach ihm? Ich habe eine Nachricht von seinem Vater. Dr. George Emmer. Okay, nimmt die Waffe raus, öffnet die Kirchentür für euch und ihr seht, dass die Kirche von innen vollkommen ausgebrannt ist. Und vor euch steht eben an der Tür William, der inzwischen einen fetten Bart hat, auch etwas längere Haare, total dreckig und eklig und halt seine Waffe in der Hand hält und fragt, was wisst ihr über meinen Vater? Zieh die Notiz raus. Zeig sie ihm. Ja, wenigstens habt ihr es versucht. Jared ist aber auch tot. Wer ist Jared? Der Mörder deines Vaters. Okay. Gut. Dann. Danke. Ich habe euch eine Belohnung versprochen, richtig? Ich guck mal, was davon noch übrig ist. Er geht in den kleinen Nebenraum, holt zwei Benzinkanister, stellt sie euch hin und holt außerdem aus einem kleinen Kästchen eine vergoldete Walter PPK und sagt, jetzt so mein Vater tot ist, wird er die höchstwahrscheinlich nicht mehr brauchen, von daher, bitteschön. Und danke für die ganze Scheiße. Verlasst bitte die Küche. Willst du vielleicht mit uns kommen? Was werde ich davon? Ja, so wie es aussieht, bist du ja ziemlich alleine. Die Ruhe ist manchmal auch ganz schön. Es war sicher auch schön mit Leuten hier, aber... Tja. Ich würde sagen, wir lassen dir noch ein bisschen Money hier. Behalte sie. Na gut, dann setze ich wohl auch hier unsere Wege. Macht's gut und habt ihr das Funksbuch eigentlich in den Griff bekommen, was ich euch damals gegeben habe? Ja, in der Tat. Wir haben Batterien gefunden im Lagerhaus. Und? Kam irgendwas durch?
dass wir nach Georgetown kommen sollen mit dem roten Picker, den wir gerade dabei haben. Glücklicherweise. Ich wünsche euch viel Erfolg. Mensch, stimmt. Ich könnte auch wissen, was da ist, aber... Wollt ihr irgendwas machen? Frag nochmal, willst du vielleicht mitkommen? Ich wüsste nicht warum. Ich würde euch nur eine psychische Belastung mit meiner ungeheilten Seele sein. Ich glaube, wir sollten gehen. Gut, dann vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Okay. Ihr geht durch die Kirchentür. Scheiße! Was? Okay, wir gehen. Schließt das Tor. Okay, hört einen Wagen und ihr hört einen Schuss. Genau. Du hattest Heikon gesehen. Ne? Richtig. Warum hast du nicht gesagt? Weil ich keinen Sinn darin sehe, noch jemanden mitzunehmen. Gut, aber wir haben die Pistole, wir haben die Tankladung und wir haben trotzdem 400 DP. Ja? Ihr bekommt auch 400 EP, das Kapitel ist an der Stelle zu Ende. Wir machen jetzt noch einmal schnell ein Leveling ab und dann geht es zum Ende. Ihr bekommt erstmal nochmal, aufgrund dessen, dass jetzt das Finale losgeht, also eine Besonderheit, was das Leveling Up angeht. Das bedeutet, für jedes Level Up, was ihr jetzt kriegt, dürft ihr 2 Basiswerte und 4 Talentpunkte verteilen. Also das Doppelte an dem, was ihr bekommt. Ich brauche jetzt auch mal das Leveling. Ja. Das heißt, Eckbert, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, du müsstest genau bei 0 EP sein. Ich war. Wir sind alle bei 0. Du hattest uns ein glattes Level abgegeben im letzten Mal. Alles klar, dann seid ihr genau bei 0 und jetzt zusätzlich halt, bekommt ihr jetzt, das muss ich einmal schnell rechnen. Ich bin jetzt so fertig, ne? Ich kann euch schon mal, ja, ich kann euch schon mal sagen, für die meisten gebrochenen 20 bekommst du 50 und für die meisten gebrochenen 1 bekommst du 50. Warte. 400. So, ich gebe 3 Boni raus, also wie gesagt, 50 und 20, für die 1 und für die 20. Du bekommst nochmal 50 für den meisten angerichteten Schaden, definitiv. So, und jetzt errechnen wir eure gesamte PD, die ihr alle nochmal bekommt. Jetzt noch irgendwie 10 plus 19 plus 8 plus 6 plus 7 plus Kreativität 5 mit dem Auto vielleicht? Nö. Erfolgsquote? Nö. Besondere Berechnung einer Situation mit dem Mega Rocket Launcher? 5, ne, plus 5, plus 4, plus 10, meiste Kills plus 18, für mich eigentlich. 17, plus ah, ne, den hätte Vince bekommen. plus 1, plus 12, plus 16 ist gleich plus. Wenigster eingesteckte Schaden, ne? Plus 2, plus 3, plus 7, plus. Können wir hier am meisten Teamschaden machen? 8, ne, plus 10, plus 2, plus 8. Schmarotzer! plus 17, ich hab keinen Bock mehr, das zu errechnen hier, Alter. Du bist der mich angefrackt hat. Oh, plus 4, plus 7, plus 1, plus 12, plus 16, plus 14, plus 2, plus 3, plus 7, plus 11, plus 8, plus 10, 11, plus 8, plus 10, plus 2, plus 18, plus 4, plus 12, plus 15, plus 10, plus 9, plus 14, plus 20, plus 8, plus 12 plus 5 plus 17 plus 19 plus 1 plus 20 plus 4. So, ich habe mich jetzt entschieden, wir nehmen jetzt nur das von dem, der am besten nehmen wir mal. Plus 7 plus 19 plus 20 plus 14 plus 5 plus 5 plus 3 plus 18 plus 20 plus 11 plus 8 plus 9 plus 3 plus 6 plus 19 plus 8 plus 14 plus 14 plus 18 plus 12. Plus 9, plus 18, plus 19, plus 11, plus 18, plus 2, plus 10, plus 8, plus 12, plus 20, plus 10, plus 17, plus 12, plus 12, plus 6, plus 2, plus 3, plus 2, geteilt durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
98 durch 98 macht für euch genau 100 Erfahrungspunkte. Das heißt, 200 für dich, 150 für dich. Ich bitte um schnelles Leveling ab und dann schaffen wir das Ende auch noch. Wie viel? 200 das ist. Nee, 100 nochmal insgesamt. Ja, genau. Also das heißt, ich komme insgesamt 600. Ja, wofür hast du den 400? Achso, dafür. Fest. Also 12 Punkte hier vorne. Ja, du kannst dir das schon mal überlegen. Nur mal dadurch habe ich jetzt so wie viel bekommen? 100? 100 dafür. 100. Okay, also noch bei dir 550. Okay, gut, also 5 wäre dann ist gut. Das habe ich übermittelt. 20. Du dir schon mal die Basiswerte Comic, während wir mit Expert schnell die Basiswerte aufwerten. Macht also 6 macht also 12 Basiswerterhöhungen. Und Maximum ist 15. Also auf über 15 darfst du nicht gehen. Und ihr dürft jetzt sogar Lebensenergie und Ausdauer erhöhen. Wie viel habe ich? 12? 12 Punkte. Hier auf 30? Ja, Lebensenergie auf 30. Oh, das sind 3. Hast du noch 9? 4 auf Fernkampfbasis. 4 auf Fernkampf, also 15. Dass du 15 hast, hast du noch 5 übrig. Frage, kann man sich da aber noch nicht, ne? So, darf ich wieder eine persönliche Empfehlung an euch beide geben? Ausweichen würde ich auf jeden Fall hochstufen. Wie viel habe ich noch? Du hast noch 5 Punkte übrig. Da haben wir hier auch 15. Ja, dann hast du noch einen Punkt über. Die Lebensenergie, die wir dazu bekommen, ist voll. Also, wenn ich 5 habe, ja, hoch, dann habe ich... Ja. Okay, gut. Wo hast du den letzten Punkt drauf? Attackerbasis. Also... 3, 1, 4, 4. Ja, so, dann überleg du schon mal bei den Talenten, du hast 6 Punkte. Ich mach 6. Ja, 600. Das Doppelte. Ah ja, stimmt, 12. Nee, nochmal doppelt, ah, ja, oder? Stimmt. Das Doppelte, 24. Aber sagen wir, wir lassen es bei den Talenten bei 12. Oder machen wir auf 20. Wieso 20? Nein, 24. Na, als Kompromiss. 20 Punkte. Da kommen die jetzt schon. 20. Gut. 5 auf Lebensenergie, hoch auf 25. Yep. Fernkampfbasis 3 hoch auf 12 und Initiative auf 10. Lose. Okay, du hast also nicht ausweichen. Oh, das geht. Ja. Gut. Dann Eckbert, deine Talente. Wie viel machst du mal Wunden auf 10? Wunden, auch 20. Wunden auf 10, ja. Yep. Hast du nur 15. Fallen machst du mir mal bitte auf 10. Reicht noch. 13. Warte. Was ist denn die Waffe, die wir gekriegt haben? Ist das eine Pistole? Ist das eine Pistole? Ja, ist eine Pistole, ja. Und dann gibst du mir mal auf. Warte. Handvoll hast du schon maximal. Schleichen gibst du mir mal bitte auf. Wie viel habe ich noch? 13, ne? Mhm. Auf 15. Dann hast du noch einen Punkt. 3 Punkte habe ich noch. Ich hatte auch noch 13 Punkte über. Achso, du hast ja 5. Oh, sorry, ich habe total berechnet. Ja, 3. 3 Punkte. Ich dachte gar nicht. Die gibst du mir bitte auch verkleiden. Ja, muss ich verkleiden. Nein. Also, dass du da 15 bist. Okay, Comic. Also, ich mache definitiv. Ich mach auf 13. Ich mach Flinten. Achso, ja, aber 15 ist Maximum. Was? Stimmt. Ach so. Ja. Mhm. Das heißt. Was war ich denn bei Fahrzeug von 16? Na, weil das Startwert ist. Ach so. Und weil ich das am Anfang nicht gesagt habe. Okay. Also einen Punkt hast du. Dann gib mir den halt noch auf Wunden. Ja. Also ich mach definitiv Flinten von minus 2 auf plus 5. Flinten. Hast du eine Flinte? Ja, hat er. Wir haben einen Haufen Waffen in der... Das außerdem. Okay, sind also 7, dann müssen noch 13. Dann mache ich noch Schleichen hoch auf 15. Dann habe ich noch 6. Dann mache ich noch Klettern auf 11. Ich hab noch 6. 7, 6. Klärung auf 11. Genau. Okay.
Dann würde ich sagen, noch einmal kurz zum letzten Mal 5 Minuten Pause und dann geht's ab ins allerletzte Endkapitel. 5 Minuten Pause? Ja. Also ich muss jetzt einfach. Ja, dann gehen wir ein bisschen. Ich muss einfach.